Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook, Teil 3. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IANEMAGE und Sie schauen website-marketing.ch. In den letzten beiden Beiträgen habe ich über die Markierungen auf Facebook und über die Verbindungen berichtet. Heute geht es um die Anwendung und Blockierungen. Schauen wir uns das gleich online an, damit Sie wissen, wie Sie diese Einstellung vornehmen können und was ich auch dazu empfehlen würde. Sie kommen wie immer hier über die Startseite und dann Privatsphäre hier rein. Das kann ein bisschen anders ausschauen. Das ändert sich ja immer wieder ein bisschen bei Facebook und gehe dann hier auf Anwendungen und Webseiten rein. Und hier, der erste Punkt, den ich hier auswählen kann, sind meine Anwendungen. Ich gehe hier rein und sehe hier alle Anwendungen, die ich hier habe. Das sind viel zu viele in meinem Fall. Da müsste ich wieder mal ein paar rauslöschen. Kann ich hier auch machen. Ich kann sie hier auch separat bearbeiten. Und kann dann beispielsweise hier unten noch sagen, wer sehen kann, welche Anwendung ich habe und so weiter. Da habe ich natürlich nur Freunde drin, das würde ich auf jeden Fall auch so einstellen. Dann habe ich den zweiten Punkt hier, ein ganz gefährliches Teil. Hier geht es darum, dass wenn ich eine Anwendung habe, beziehungsweise ein Freund von mir eine Anwendung hat, dann kann diese Anwendung auf meine Informationen zugreifen. Das kann natürlich fatal sein. Das heißt, ich habe hier praktisch alles rausgenommen. Das heißt, meine Biografie, mein Geburtsdatum möchte ich nicht angeben, aber wenn Sie die ganzen Geburtstag-Apps haben beispielsweise, wird dann bei dem angezeigt, mein Profilbild beispielsweise, wenn ich hier noch Bilder aktiviert habe. Dann die Familienbeziehung habe ich rausgenommen, Interessen habe ich rausgenommen, religiöse und politische Ausrichtung auch. Dann meine Webseite ist drin, mein Status, das ist mir eigentlich egal, den habe ich drin gelassen. Meine Statusmeldung ist raus, sowieso meine Bilder sind raus, ganz wichtig, meine Videos sind raus, Links von mir aus, da habe ich kein Problem mit, wenn die noch meine Links verposten und ich so mehr Besucher kriege, meine Notizen, Heimatstadt raus, derzeitiger Wohnort ist raus, Ausbildung ist raus, Aktivitäten und Interessen und meine Geschichten mit den ganzen Anwendungen. Da habe ich also ziemlich restriktiv gehandelt, das würde ich Ihnen auf jeden Fall auch empfehlen. Dann die umgehende Personalisierung, da geht es beispielsweise darum, ich kann mir hier ein Video anschauen, dass ich eben auch erscheine auf in einer Box beispielsweise, auf einer Webseite drauf und dann sieht, wer ist Fan von dieser Seite, aber hier auch in diesen Diensten drin. Das heißt, ich sehe dann beispielsweise, wenn ich auf Ping nach einem Flug suche, wird mir dann angegeben, ein Freund von mir ist auch nach beispielsweise Berlin geflogen. Solche Informationen habe ich hier. Das kann man heute noch nicht rausnehmen. Das ist momentan noch drin. Ist Ihnen überlassen. Ich würde es wahrscheinlich drin lassen. Ist es nicht was, das mich stört. Dann der letzte Punkt, die öffentliche Suche. Hier kann ich angeben, ob mein Profil auch bei Google und Co. gefunden werden soll. Das heißt, Google indexiert dann diese Inhalte. Was Ähnliches haben Sie bei Xing auch eingestellt. So viel mal zu den Anwendungen. Jetzt habe ich noch zwei weitere kurze Punkte, die bringe ich auch gerade in den Post rein. Und zwar geht es hier um die Beschränkung des Publikums für ältere Beiträge. Es kann sein, dass ich ganz früher mal Beiträge gepostet habe, die öffentlich waren. Jetzt mit der Timeline geht hier alles zurück bis zu meiner Geburt oder eben bis das Ding angefangen hat. Und hier kann ich ältere Beiträge beschränken. Das heißt, auch diese werden nun von meinen Freunden gesehen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann der letzte Punkt, Personen und Anwendungen, die ich blockieren kann. Ich habe hier mal zwei reingetan. Ich kann hier Nutzer blockieren. Ich kann hier Anwendungen blockieren, die von bestimmten Leuten als Einladen gekommen sind. Ich habe hier den Michel Bognar drin. Das ist natürlich nur ein Test. Nehme ich wieder raus. Und dann Veranstaltungen. Es gibt sehr viele Menschen, die schicken Veranstaltungen noch und nöcher raus. Das kann ich hier rausnehmen. Das heißt, von denen kriege ich dann die ganzen Veranstaltungsanfragen nicht mehr. Das also die Einstellung, vor allem die Anwendungen und die Blockierung. Das kann ich hier vornehmen. Würde mich interessieren, wie ihr das eingestellt habt. Kommentare dazu, wie immer unten. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IANEMAGE und Sie haben website-marketing.ch geschaut.